So, unsere nächste Sprecherin ist Peggy Silop und die wird uns was erzählen zu personalisierter Hörverstärkung. Und was das genau ist, erklärt sie uns, während ich ihre Präsentation richte. Matti. Hallo, könnt ihr mich hören? Ja, okay, ich bin Peggy, ich wurde ja gerade schon ganz nett gementiont von Prototype Fund, also ich beschäftige mich mit Hören und Open Source, also mein Thema ist schon länger irgendwie Tech for People und genau, und eigentlich das Projekt, von dem Prototype Fund jetzt gerade erzählt hat, das basiert eigentlich auf dem, dass ich jetzt erzähle, und zwar Grundidee von Hear How You Like to Hear ist entstanden dadurch, dass ich selber eine kleine Hörschwäche habe, Hörgeräte ausprobiert habe, also ich trage keine, weil es noch nicht so stark und den Eindruck hatte, also als jemand, der aus diesem, oder die vielmehr aus diesem Kontext von Open Source und Accessible Tech kommt, irgendwie, ja, da habe ich viel zu wenig Spielmöglichkeiten, habe ich viel zu wenig Einflussmöglichkeiten, das gefällt mir eigentlich vom Sound her nicht und ich will da was mitmachen und die sind sauteuer und irgendwie geht gar nichts so. Und dann war halt die Grundidee, ja, geht es eigentlich nur mir so oder geht es auch allen, noch mehr Leuten so? Und daher habe ich irgendwie das Projekt entworfen, wo es darum geht, mit anderen zusammen zu forschen, was wollen Menschen eigentlich wie hören? Ob sie jetzt unabhängig jetzt davon, ob sie jetzt eine Hörschwäche haben oder eine Hörschwäche oder keine Hörschwäche haben. Also deshalb Citizen Science Research. Das heißt, Leute sind in die Forschung mit eingebunden als aktive Forschende, also nicht als Probanden und Probandinnen, sondern als Menschen, die Forschung auch mitgestalten. Genau, das haben wir, also habe ich angefangen 2017 im Oktober und dann hat sich das so entwickelt, dass ich zusammen mit meinen Kollegen dann in dem Moment, ich bin dann dafür ins Fraunhofer eingestiegen, auf Fraunhofer IDMT Oldenburg und dann zusammen mit meinen Kollegen habe ich eine App entwickelt, der Open Source Hörgeräte Algorithmen auf dem Raspberry Pi gesteuert werden können. Ich erkläre das gleich nochmal. Und das Forschungsszenario ist auch nicht im Labor und 100% reproduzierbar, wie man das irgendwie von Forschung vielleicht erwarten würde, sondern ich habe mich mit meinem auch künstlerischen Background einfach so ins freie Feld gewagt und gesagt, Leute, irgendwie, wir gehen jetzt hier einfach mal spazieren, wir machen einen Soundwalk und dann stell dir ein, dann gucken wir, was rauskommt. Risiko, ist das Zeug, also sind die Einstellungen, ist das überhaupt irgendwie alles irgendwie messbar, kommt da was raus, was man irgendwie interpretieren kann. Außerdem noch eine Online-Umfrage gestartet, wo es ganz allgemein ging, um Leute zu fragen, wie benutzt der Kopfhörer, was wollt ihr von Kopfhörer, was wollt ihr von Hörgeräten, also von Hearables, ganz allgemein für Soundverstärkung auf dem Ohr, was sind eure Ideen, was findet ihr nicht so gut? Und außerdem habe ich eigentlich zwei Hackathons gemacht, aber das Interessantere ist das vom November letzten Jahr. Da zeige ich auch gleich noch ein paar Fotos von und genau, unbedingt. Netterweise, Circle hat vorgestern eingewilligt, dass wir nochmal einen Workshop hier machen können. Also, wo ich dann nochmal die Open Source Software vorstelle und die Evaluation der Daten. Aber auch dazu gleich noch mehr. Gut, soweit. Kommen wir erstmal zum Objekt der Entwicklung. Also, es ist diese Like to Hear Box. Wie ich gerade schon erwähnt habe, da ist ein Raspberry Pi drin. Ist Open Source, ihr könnt die gesamte Bauanleitung, alles auf GitHub finden, die ganze Hardware, ihr könnt euch das quasi komplett alles kaufen, also die Hardware könnt ihr ganz normal auf dem Markt kaufen und außerdem noch so eine Art Headset. Müsste vielleicht nicht unbedingt das sein, aber prinzipiell funktioniert das so, ist eigentlich eine binaurale Möglichkeit für Stereoaufnahmen. Also außen ist Mikrofon drin und drinnen ist Lautsprecher. Und ja, vielleicht soll ich doch mal ein bisschen drauf eingehen, was da drin ist. Also es ist ein Raspberry Pi mit einem Audiohead, der immerhin schnell genug ist, dass er in Echtzeit Umgebungssound verarbeiten kann, was ich schon echt
relativ cool finde. Die Software basiert, die Audio Processing Software basiert auf der OpenMHA, Open Master Hearing Aid. Das Setup an sich gab's schon von der Open Master Hearing Aid Prototype und wir haben das nochmal angepasst für die Feldrecherche und haben die App dazu gebaut. Die sieht so aus. Was könnte man damit machen? Was kann man damit machen? Hier ist die Hardware nochmal, wie ich gerade erklärt habe. Da ist halt noch ein Mikrofon, Open Source Mikrofonverstärker mit drin, der leider eine extra Batterieversorgung braucht. Dadurch wird es ein bisschen größer auch nochmal. Und okay, die App selbst. Wie funktioniert das eigentlich so, dass der Raspberry Pi ein WLAN-Netz aufspannt, ich mich mit meinem Handy in das WLAN einlogge und dann also quasi der Raspberry als Server fungiert und ich dann die einzige Webseite, die es darauf gibt, abrufen kann und das ist meine App. Und mit der App kann ich die Parameter an die Hörverstärkung vermitteln. Und wie sehen die aus? Ist einfach nach oben und unten lauter leiser. Nach links mehr Gewichtung auf die tiefen Töne, nach rechts mehr Gewichtung auf die hohen Töne. Und wir haben quasi dann die Daten aufgenommen, also gespeichert auf einen USB-Stick, der steckt hier an der Seite, in der Art und Weise, dass wir einerseits gespeichert haben, was haben die Leute sich eingestellt, und andererseits gespeichert haben, wie war der Umgebungssound im Moment, so eine Audiopegelanalyse, also für bestimmte Frequenzbänder, wie laut war es in einem bestimmten Frequenzbereich. Genau. Zu den Ergebnissen auch gleich nochmal mehr. Ich würde jetzt, bevor ich hier auf die Ergebnisse von der Feldforschung eingehe, nochmal ganz kurz die wichtigsten oder die ersten, sagen wir mal, Analysen euch vermitteln von unserem Online, von unserer Online-Umfrage. So im Grunde, wie stellt ihr euch die Zukunft von Hearable vor? Und die ging jetzt bis Februar 2020 und immerhin haben über 600 Leute eingereicht. Was waren das für Leute? Erstmal mal die Altersgruppen. Ich habe mal unterschieden über mit Hearing Aid und ohne Hearing, also mit Hörgerät und ohne Hörgerät. Und dann fällt einem auf, also das in, oben ist in total, also der Schwerpunkt liegt auf den 46- bis 60-Jährigen, die die Online-Umfrage ausgefüllt haben. Aber was ich auch total erstaunlich finde, dass 71 und älter, die Leute sitzen auch am Laptop und füllen Online-Umfragen aus. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie, was man sagt, so digital ist nur was für junge Leute oder so. Ne? Also hier spricht es eigentlich nicht raus aus. Und auch hier nicht zu vergessen, zwischen 21 und 30 gibt es auch einige Leute, die haben Hörprobleme. Ja, ich bin auch einige Male angesprochen worden im Laufe von Workshops und so weiter von Leuten, jüngeren Leuten, die sagen, ich höre eigentlich gar nichts auf dem Ohr oder dies, aber ich will ja jetzt nichts machen, weil es immer halt noch dieses Stigma dem anlastet. Und das ist auch das, mit dem ich gerne arbeiten will, dieses Stigma rauszuholen und das offener anzugehen als Thema. Genau. Okay. Dann war die Frage, wie oft benutzt ihr Headphones, also Headsets, whatever. Und dann stellt sich halt schon raus, dass sehr viele Leute mehr als 2 bis 4 Stunden und das täglich irgendwas auf den Ohren haben. Das ist schon ordentlich viel. Grundsätzlich können sich eigentlich fast alle vorstellen, dass ein Hearable, also der Begriff ist, glaube ich, jetzt klar, ne? Headphone, Hörgerät, whatever, dass der bestimmte Hörsituationen verbessern könnte. Und da haben wir gefragt, na, welche Hörsituation würde das betreffen? Und dann ist halt immer noch Nummer 1 am wichtigsten Sprachverständlichkeit für die meisten Leute. In erster Linie von Person zu Person, aber gleich danach in Gruppengesprächen, klar. Und dann kommt die neue Situation dazu, daher auch dieses nächste Projekt, was ich dann im Zusammenhang mit Prototype gestartet habe, weil Neues für viele Menschen, ob mit oder ohne Hörschwäche, ein Problem ist. Und dann als nächstes dann nochmal Natur und Musik.
Okay, aber das ist nicht richtig. Das geht über die Hearing Aid. Da habe ich einen Fehler gemacht in der Dings, in der Slide. Aber grundsätzlich, das ist die Frage eigentlich, was den Leuten an ihrer Hörhilfe, an ihrem Hörgerät passt. Und da ist halt nochmal interessant, aber es ist im Endeffekt von dem Ergebnis ist es ungefähr gleich. Interessant dabei ist, dass eigentlich 6% an ihrer an ihrem Hörgerät das Design mögen. Also das Design der Hörgeräte ist nicht unbedingt beliebt. Genau, und da haben wir jetzt nochmal, das war eigentlich die Folie, die ich meinte, Sprachverständlichkeit ist wichtig, Geräusche sind wichtig und Soundqualität kommt als nächstes und Telefonie. Dann die Frage, es kommt ja immer wieder auf, ja, will man noch irgendwelche anderen interessanten Features auf den Hearables haben? Also will man irgendwie zum Beispiel Ansagen haben über Verkehr, Fitness oder Messungen und da finde ich ganz interessant diesen Balken hier, dass eben gerade, also ein Viertel aller Leute, und es ist der längste Balken, die kein Hörgerät tragen, wollen eigentlich nichts weiter. Die wollen eigentlich nur guten Klang haben. Also das ist grundsätzlich zu diskutieren, was will man überhaupt alles übers Ohr noch an Input haben, außer jetzt wirklich gutes Hören oder vielleicht auch unangenehmes Nicht-Hören. Das ist anscheinend das Wichtigste. Genau. Genau, das ist mal das Wesentliche. Was soll denn Hörgerät eventuell an Warnungen oder Informationen angeben, was das Hören betrifft auch? Und da war halt das Wichtigste für Leute, die gut hören, zu laute Umgebung. Also eine Warnung als Hörschutz auch. Und dann, irgendwelche Termine und so praktische Dinge. Was heißt Traffic in deinen Slides? Ob es irgendwo einen Stau gibt, halt irgendwie so. Also, ja, also so quasi, wenn ich jetzt, was man von der Bahn kriegt, Verspätungen, so praktische Dinge halt, die den Alltag betreffen. Dann die Frage grundsätzlich, also ich frage das auch deshalb, weil ich immer wieder Werbung kriege, ob ich das unsichtbare Hörgerät testen will. Das ist, wenn man da irgendwie betroffen ist, kommt das immer wieder hoch. Wie wichtig euch ist euch eigentlich die Unsichtbarkeit des Hörgeräts? Also muss man auch wissen, ich habe das deshalb gefragt, weil ich habe mal nachgeguckt, seit den 50er Jahren hat sich das grundsätzliche Design von Hörgeräten eigentlich nicht geändert. Ne? Das ist diese Nierenform und die ist halt immer kleiner geworden. Das war noch ein Transistor, jetzt ist es halt irgendwie, und dann hat sie verschwunden. Ich habe mich auch mit meinem künstlerischen Background gefragt, kann man da nicht nur vielleicht so ein bisschen kreativer? Muss das eigentlich wirklich unbedingt unsichtbar sein? Unterstützt man damit nicht einfach noch die Stigmatisierung, indem man das möglichst vertuscht oder so? Da habe ich einfach mal ganz neutral gefragt, wie wichtig ist euch die Unsichtbarkeit vom Hörgerät? Und dann sieht man, dass irgendwie jetzt von Hörgeräteversorgten eigentlich der allergrößte Anteil sagten, ist mir eigentlich nicht so wichtig, dass es unsichtbar ist. Von denen, die keins tragen, die noch nicht sowieso schon sich damit beschäftigen können, da ist dann schon eher so, dass sie sagen, okay, ich weiß nicht, ob ich mich trauen würde, zu zeigen, dass ich ein Hörproblem habe. Dann die Frage an die Hörgeräteträger, wie zufrieden bist du mit deinem Hörgerät? Und wenn man da jetzt so guckt, die Mitte ist ungefähr hier, dann kommt man so hin, dass irgendwie die Hälfte eigentlich so mehr Richtung zufrieden ist und die andere Hälfte nicht. Also ist jetzt nicht so, dass jetzt Hörgeräte, sagen wir mal so, die große Masse treffen, sondern es ist so eine Verteilung von relativ ausgewogene Verteilung. So, und das war jetzt die Basis, von dem wir gesagt haben, okay, da gibt es noch einiges zu basteln und zu tun. Das war die Basis, dass wir ein Hackathon angefangen haben, also ins Leben gerufen haben, haben 70 Leute teilgenommen, da waren Impulse-Talks, Workshops, Präsentationen, die ersten Daten-Evaluationen gab es und was halt wichtig war für viele, die gekommen sind,
war rauszugehen aus diesem Inklusions- und Stigmatisierungskontexten, reinzugehen in so einen völlig offenen Austausch auf Augenhöhe zwischen Leuten, die Sound Processing machen, Leuten, die sich um Design kümmern, Leuten User Experience, denn das sind einfach die User, die einfach den täglichen Umgang mit dem Gerät als Erfahrungsschatz mitbringen, Leute aus der Wissenschaft, also mich, meine Kollegen im Moment, aus dem Hackenbereich und Makers, die Bastler, ja, und alle irgendwie diskutieren einfach frei, was sind unsere Ideen, was wollen wir realisieren, und das war eine sehr intensive, also es waren 2 Tage und die waren wirklich für alle sehr intensiv. Ich habe mich da auch wirklich erstaunt. Wenn man jetzt mal sieht, wir hatten am Anfang diese Impuls-Talks, die Zusammensetzung spiegelt eigentlich ganz gut wieder das Publikum auch wieder, was da war. Da hat man halt Hörtech, die haben die Hörgeräte-Algorithmen mitgebaut. Tobias ist mein Kollege beim Fraunhofer, der die App mitgebaut hat. Starkey ist eine große Hörgeräte-Firma. Wenn dann mit Jörn Malig haben wir die ersten Datenanalyse gemacht mit einem Vorhersagemodell auf Basis von künstlicher Intelligenz, maschinelles Lernen, sagen wir es mal so. Dann Maker und Hacker, Philipp Simon, dann Miriam ist Produktdesignerin, Emily kümmert sich um hypersensibles Hören und Sarah kommt von Teufel Lautsprechern. Also alle haben kurzen Input gegeben und wir haben zusammen diskutiert, was will man eigentlich von den Geräten. Und das war also unglaublich erstmal kommunikativ. Für uns jetzt, also für mich war es spannend zu sehen, wie zum Beispiel die Auseinandersetzung von Philipp mit Philipp Simon und Rainer Schäfer, die dann diskutiert haben, ja, Philipp gesagt hat, ja, man muss irgendwie alles so selber einstellen und so, und ich habe da die Möglichkeiten, ich kann mein Hörgerät hacken und das ist richtig cool. Und dann irgendwie Rainer Schäfer dann meinte, der ja die Hörgeräte Industrievertreter meinte, ja, mit solchen Positionen setze ich mich auch auseinander, finde ich auch spannend, und dass dann so eine ganz offene, sehr kontroverse Diskussion entstanden ist. So an messbaren Ergebnissen ist wohl das Interessanteste, dass wir die Daten, wie ich sie vorhin erklärt habe, nämlich Audio-Pegel-Level und Userverhalten, also wie laut stellt jemand ein bei bestimmten Audiopegel, dass wir die aufgezeichnet haben und darüber ein Vorhersagemodell gebaut haben bei bestimmten Pegel, was würde der User einstellen, indem er mit einem maschinellen Lernen, und dass es eigentlich dann relativ gut geklappt hat. Also es sind so ein paar Grafiken dazu. X-Value war jetzt nochmal die, die Frequenzbänder, und Y war die Lautstärke, wenn ihr euch erinnert an der App. Und das ließ sich relativ gut vorhersagen. Daher wurde die entsprechende Gruppe auch zu den Winners von dem Hackathon gekürt. Genau, diese Entwicklung, die gibt es auch auf Jupyter Notebook. Ihr könnt auch gerne mit ausprobieren. Ich lade euch auf jeden Fall alle dazu ein, nochmal zum Workshop zu kommen. Hier am 3. April, da erkläre ich nochmal genau, wie ihr die Software installieren könnt, wie ihr das bauen könnt, wie ihr euch selbst Daten bauen könnt und im Grunde, wie ihr euch auch selber über maschinelles Lernen euer eigenes Vorhersagemodell bauen könnt. Ja, genau. Und dann habe ich auch nochmal mehr Datenevaluation zu dem Zeitpunkt. Das war es jetzt eigentlich schon von mir. Alles klar. Habt ihr noch Fragen an Peggy? Ich habe aber eine ganz technische Frage. Habe ich das richtig verstanden? Nur zu dem Gerät noch einmal. Also die Findungsphase fand ich interessant, aber das Gerät selber besteht jetzt aus der Box mit dem Pi, habe ich richtig verstanden? Da ist ein Mikrofonverstärker drin, den stelle ich irgendwo im Raum auf oder habe den in meinem Rucksack, und dann setze ich mir ein Headset auf, was in meinem Handy steckt. Habe ich das richtig verstanden technisch? Genau so ist Merci. Das. Merci.
Danke. Also ich glaube, ich habe am Anfang habe ich das Bild dazu. Genau. Da machen wir gerade einen Soundwalk. Genau, die App in der Hand, die Box, die kann natürlich auch in den Rucksack und das Headset ist auf dem Kopf. Also hier sind auch zwei, die beim Soundwalk dabei waren. Ja. Alles klar, wir haben hier hinten gleich noch eine Frage. Mal eine Frage, habt ihr Probleme mit dieser patentvernagelten Noise Reduction Industrie? Also diese Noise Reduction Kopfhörer sind ja eine relativ weit verbreitete Form und da gibt es auch einige Patente. Sind die Betriebe da relativ offen für euch oder habt ihr da noch keine Probleme gehabt? Wegen dem Projekt sind wir im Gespräch für eine Kooperation, weil das eine, das ist ja irgendwie personalisierter Sound in einem selbstlernenden System, das ist die Grundidee, ne? Also jetzt als grober Entwurf und ja, das ist ja, was Kopfhörerhersteller haben, ist Noise Cancelling, aber normalerweise eben nicht mit, es gibt also die teuren Modelle, da kann man, Transparent Hearing einstellen, also wie viel Noise Cancelling will ich haben, wie viel will ich noch von der Umgebung hören, ne? Aber ich habe kein lernendes System, was vielleicht meine Eigenschaften trackt und mir dann direkt schon Vorschläge macht. Das ist ja dann unsere Idee. Ja? Alles klar. Haben wir noch weitere Fragen an Peggy hier vorne? Alles klar. Ist das System integriert, das die Bahn zur Verfügung stellt für die Hörgeräteindustrie, dass die Bahnhofsansagen in Klartext empfangbar sind? Das ist eine super Idee. Lass ja, es wird schon realisiert. Lass uns danach drüber unterhalten. Ist noch nicht integriert. Ja, also Open Source offensichtlich. Ja, nee, tatsächlich habe ich an sowas auch mal gedacht. Ja. Weil ich meine, wer versteht denn schon die Bahnansagen auf dem Bahnhof? Also ich nicht. Ich war bei einem Open Data Hackathon von der Bahn, habe das vorgeschlagen. Der meinte, ja, super Idee, mach mal. Also wenn jemand mitmachen will. Es wird schon angeboten von der Bahn. Ja. Und die Firma ReSound macht das. Ja. Hat das schon müsst integriert man, ja, muss man und stellt es allen Entwicklern zur Verfügung. Das habe ich so. Also ich meine, da gibt es einiges, ganz ehrlich, gibt es einiges dran zu tun. Einmal, die Box ist ja jetzt nicht wirklich so super klein. Ne? Es wäre ganz cool, wenn man das irgendwie vielleicht noch auf einen Microcontroller übertragen könnte, dass es ein bisschen kompakter wird und weniger Energie braucht. Ja, das dürfte auch wireless sein. Auch nicht schlecht. Und dann wird es dann auch praktikabel, um wirklich im Alltag nutzbar zu sein. Ich halte es eigentlich schon für möglich, das so weit runterzubrechen und so weit stabil zu machen, dass man das wirklich auch nutzen kann. Und auch für solche Situationen nutzen kann, ja. Alles klar. Haben wir noch Fragen? Nö. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns für den schönen Vortrag bei Peggy. Danke dir. So, mir bleibt nur noch euch dafür zu danken, dass ihr so zahlreich erschienen seid, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Der nächste netzpolitische Abend findet meines Wissens am 7.4. statt. Das ist erst der erste Dienstag im Monat. Und genau, bleibt uns gewogen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns, also die digitale Gesellschaft, mit einer Spende unterstützt. Und ansonsten hatte ich ja schon am Anfang auf unsere Ausschreibung hingewiesen. Also wenn ihr euch als Referent, Referentin bei uns bewerben wollt oder Leute kennt, die ihr dafür für geeignet findet, weist sie darauf hin, geht noch bis nächsten Dienstag. Alles klar, Dankeschön, gute Nacht.